Kapitel 8.4 Zusammenfassung. Deshalb kann mit Gewissheit gesagt werden, dass aus der Sicht des Islam und seines Hauptprinzips, dem Tauhid, Allah gänzlich von seiner Schöpfung getrennt ist. Weder umgibt ihn die Schöpfung, noch ist sie über ihm. Vielmehr ist Allah über allen Dingen. Das ist das klassische Konzept Allahs nach den islamischen Quellen. Es ist einfach und klar und lässt keinen Raum für irgendeine Art von Misskonzeption, die oft zur Anbetung der Schöpfung führt. Jedoch lehnt diese Ansicht nicht ab, dass Allahs Eigenschaften überall in seiner Schöpfung wirken. Nichts entgeht seinem Sehen, seinem Wissen und seiner Macht. Allah sieht, hört und weiß alles, was im Universum geschieht, ohne in ihm zu sein. Es wird von Ibn Abbas berichtet, er habe gesagt, in Allahs Hand sind die sieben Himmel, die sieben Erden, ihre Inhalte und ebenso all das, was zwischen ihnen ist, wie ein Senfkorn in einer eurer Hände. Allahs Macht wirkt ungehindert auf die kleinsten Elemente der Schöpfung, ohne dass er dort sein müsste. In Wirklichkeit ist die Ansicht, dass Allah innerhalb seiner Schöpfung ist, eine Form des Schirk in Tawhid al-Asma wa Sifat, indem man Allah menschliche Schwäche beimisst. Es ist der Mensch, der in dieser Welt sein muss, um sehen zu können, hören zu können, wissen zu können und beeinflussen zu können, was in ihr geschieht. Allahs Wissen und Macht haben keine Grenzen. Die verborgensten Gedanken des Menschen sind bei Allah völlig entblößt. Sogar die Gefühle, die er tief in seinem Herzen trägt, sind der Kontrolle Allahs unterworfen. In diesem Lichte sollten die wenigen Verse, die auf Allahs Nähe hindeuten, verstanden werden. Zum Beispiel sagt Allah, und wahrlich, wir erschufen den Menschen und wir wissen, was seine Seele flüstert, da wir ihm näher als seine Halsschlagader sind. Surah Qaf, Vers 16. Ebenfalls sagt er, O ihr, die ihr glaubt, hört auf Allah und den Gesandten, wenn er euch zu etwas aufruft, das euch Leben verleiht, und wisset, dass Allah zwischen den Menschen und sein Herz tritt und dass ihr vor ihm versammelt werdet. Surah Al-Anfal, Vers 24. Diese Verse sollten nicht so verstanden werden, dass Allah im Menschen ihm näher als seine Halsschlagader sei, oder aber, dass er im Herzen des Menschen sei und die Zustände des Herzens änderte. Sie bedeuten ganz einfach, dass nichts seinem Wissen entkommen kann, nicht mal das Innerste der Menschen. Nichts steht außerhalb seiner Macht, zu kontrollieren und zu ändern, auch nicht die Gefühle, die man im Herzen birgt. Allah sagt, als ob sie nicht wüssten, dass Allah weiß, was sie verheimlichen und was sie kundtun. Surah Al-Baqarah, Vers 77. Und gedenket der Gnade Allahs gegen euch, als ihr Feinde waret, und er eure Herzen so zusammenschloss, dass ihr durch seine Gnade Brüder wurdet. Surah Ali Imran, Vers 103. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte öfters, O Wandler der Herzen, festige mein Herz in deiner Religion. Ähnlich verhält es sich mit Versen wie Keine geheime Unterredung zwischen dreien gibt es, bei der er nicht der Vierte wäre, noch eine zwischen Fünfen, bei der er nicht Sechster wäre, noch zwischen weniger oder mehr als diesen, ohne dass er mit ihnen wäre, wo immer sie sein mögen. Surah Al-Mujaddala, Vers 7. Diese Verse sollten in Übereinstimmung mit dem Kontext verstanden werden. Im vorherigen Teil des gleichen Verses heißt es, Siehst du denn nicht, dass Allah alles weiß, was in den Himmeln und alles, was auf Erden ist? Im abschließenden Teil des gleichen Verses heißt es, Dann wird er ihnen am Tag der Auferstehung verkünden, was sie getan haben,
Wahrlich, Allah weiß ja alles. Es ist ersichtlich, dass Allah sich hier auf sein Wissen bezieht und nicht darauf, dass er als allerhöchstes Sein unter den Menschen anwesend ist, denn er ist über und jenseits seiner Schöpfung. Die folgende, dem Propheten, Friede und Segen seien auf ihm, zugeschriebene Aussage ist nicht authentisch. Angeblich sprach er, die Himmel und die Erde können Allah nicht umfassen, aber das Herz eines wahren Gläubigen kann ihn umfassen. Aber selbst wenn man dieser Überlieferung Bedeutung schenken würde, gäbe es für eine logisch denkende Person keine Möglichkeit daraus abzuleiten, dass Allah im Menschen ist. Könnte das Herz eines Gläubigen Allah im wörtlichen Sinne umfassen, so würde, da der Gläubige von den Himmeln und der Erde umfasst wird, auch Allah von den Himmeln und der Erde umfasst werden. Deshalb ist nach klassischer islamischer Anschauung auf der Basis von Koran und der prophetischen Sunna Allah über dem Universum und seinem Inhalt, und zwar auf eine Art und Weise, die seiner Erhabenheit entspricht. Er ist weder in seiner Schöpfung enthalten, noch ist die Schöpfung in ihm. Jedoch wirken sein unbegrenztes Wissen, seine unbegrenzte Barmherzigkeit und seine unbegrenzte Macht auf jedes Teilchen, ohne irgendein Hindernis.